Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Und heute kümmern wir uns um den Befall. Ja. This Grineer ship tried to flee the infestation, but was quickly overrun. Exterminate everything on board before it reaches a more populated sector. Okay, alles kaputt kloppen. Meine Lieblingsmission hier. Wir kümmern uns drum. Oder ich. Und wieder ganz, ganz viel Loot absahen. Oh, was haben wir denn hier drin? Ach so. Ja, Leute, ich hab ganz vergessen, was ist alles in der Zeit passiert. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Ein paar Quests erledigt, beziehungsweise. Ja, danke fürs Intervenieren bei meiner tollen Einleitung. Ich habe eine neue Axt, eine neue Waffe. Also hier seht ihr schon ein Gewehr. Auch alles wieder über Twitch Prime, glaube ich, bekommen. Also, ich hatte es auf einmal im Inventar, jedenfalls nachdem ich bei Twitch rumgespielt hatte mit irgendwelchen Buttons. Und jetzt bin ich halt schon an den Punkt gekommen, wo wir irgendwelche Befallenen, so wie damals bei Half-Life 1 mit den Headcrabs, die es da gab, platt machen müssen. Und wenn ihr Half-Life 1 nicht gespielt habt, dann habt ihr eine Menge verpasst. Aber es ist schön, mal ein wenig veränderte Umgebung zu haben, auch wenn es einfach nur befallen ist. Und auch ein paar neue Gegnertypen, die nicht Grineer heißen. Hey, Hühnchen! Zuckung, Pistole plus Elektrizität. Wir haben gar kein Warframe mit Elektrizität bisher. Aber ich würde so gerne einen haben. Ich habe immer nur einen und denselben hier. Ich würde euch gerne auch mal was anderes zeigen. Wartet mal ab, ich werde garantiert in naher Zukunft mal einen besitzen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Und wenn ich dafür farmen muss. Was hältst du so viel aus? Also wirklich. Die Gegner können doch nicht einfach hier stärker werden. So, 22 von 67 habe ich schon. Hallöchen. Navigationskoordinaten habe ich auch neue jetzt bekommen. Ich habe auch eine Quest, dass ich mir jetzt irgendein kleines Hündchen aus dem Ei schlüpfen lassen kann, aber dafür muss ich so viele Gegenstände farmen. Das wird auch wieder Arbeit. Mache ich euch überhaupt Schaden? Wenn, dann vielleicht mal mit der Nahkampfwaffe. Viel besser. Da kommt uns was entgegengelaufen. We thought the infested died off with the Anakin. For hundreds of years there was nothing. Now this. Where did the Grineer find his creatures? Ich weiß auch nicht, wo sie die her gefunden haben. Auf jeden Fall haben sie uns damit mehr Futter für unsere Waffe gegeben. Was bei der Waffe aber lange dauert, ist das Nachladen. Das kann ich euch schon mal sagen. Hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Dafür hat sie halt 200 Schuss. Oh, und so schön draußen. Aber man kann nicht mal die Landschaft genießen bei all den Gegnern hier. Haben wir hier irgendwas versteckt? Hey, was ist hier? Nichts, okay. Aber da! So, 53 von 67 haben wir. Mittlerweile ist auch schon das neue Add-on hierzu rausgekommen. Planes of Eidolon, also Ebenen von Eidolon.
Ich habe es angespielt. Vielleicht seht ihr, kriegt ihr auch irgendwann mal mein erstes Video dazu. Ich bin so gnadenlos gescheitert auf diesen Ebenen. Ich bin viel, viel zu low dafür. Nee. Das kann ich euch leider noch nicht bringen. Ich würde es so gerne, aber... Nein, das schaffe ich nicht. Deswegen mache ich erstmal die ganzen Quests für Low Wops und zeige euch das irgendwann. Erstmal ein bisschen Zeit in die normalen Sachen investieren. Ist zwar Open World, was jetzt neu rausgekommen ist, und das finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Aber nicht, wenn man alle paar Sekunden drauf geht, wenn man sich ein paar Gegner nähert. Ja, ja, ich hau schon ab. Ey, hier sind noch ein paar. Sind noch gar nicht alle. Oh, Polymerbündel. Am Anfang freut man sich noch richtig drüber. Mittlerweile ist es so, Hauptsache was. Und mir fällt gerade auf, dass ich gleich keine Munition mehr habe. Das heißt, ich nur noch mit der Axt weitermachen könnte. Aber wir sind ja gleich durch. Hui! Und Beine weggesäbelt. Was haben wir denn hier? Ist das hier irgendwas Besonderes? Nö. Sieht nur cool aus. Vielleicht hier gegenüber? Oh, einmal Morphide. Okay, das ist mal was anderes noch. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier noch Gegner sein könnten? Was ist das? Warum ist hier so ein Nebel? Ah, ihr verwöhnt mich heute echt nicht mit Drops, muss ich sagen. Könntet ja ruhig mal irgendwie eine Blaupause oder ein mega geiles Relikt hier fallen lassen. Na gut. Will ich mal nicht so sein. War ja auch nur eine kleine Mission. Yuppie! Juhu! Okay. Na gut, ein bisschen Endo haben wir gefunden. Navigationskoordinaten und Morphide. Ah. Ich bin auch schon am tagelang Streams gucken für Warframe. Jetzt kann man für eine begrenzte Zeit nämlich auch Streamern zuschauen, die offizielle Partner sind, und kann dann Gegenstände erlangen. Wie hier zum Beispiel Sternstaub. Lotus, wir werden das zu unserem Vorteil nutzen. Schmelzende Einschlag, Hitze. Oh, dankeschön. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Hier habe ich das Ei. I must say, these infested scare the are very worrisome. Okay, und brauche einen Inkubator-Energiekern. Und jetzt für diesen Inkubator-Energiekern muss ich hier in der Schmiede herstellen. Brauche zwei Steuermodule, ein Argonkristall und 4500 Nanosporen. Und ich habe noch nichts. Nichts davon. Ich finde es auch interessant, okay, ich könnte bald dieses Latron hier herstellen. Auch eine Waffe. Boltor könnte ich auch schon herstellen. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass diese... ich weiß nicht, ob sie den Aufwand, wenn ich jetzt einfach diese Sachen alle da rein investiere, wert sind. Vielleicht frage ich mal irgendwann jemanden dafür. Gorgon, auch nächste Waffe, die ich herstellen kann. Also mittlerweile bin ich schon am Überlegen, lohnt sich einiges überhaupt oder nicht? Also den Paris Prime will ich auf jeden Fall mal bauen.
Und ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich jetzt bisher habe. Ich habe den Soma Prime als Waffe. Und jetzt ist einfach mal Trommelmagazin. Okay, ist da oben schon drin. Ja, warum hast denn du das aktiviert? Okay, muss ich erstmal verwenden. Bringt uns zwar gar nichts, aber sieht einfach gut aus. Gucken wir mal hier nach Verbesserung. Raserei, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Habe ich schon einmal. Wenn ich jetzt... Gucken wir mal. Heldenmut rausnehmen und Raserei einfüge. Kann ich es nicht normal? Okay. Ausweiter habe ich schon einmal. Parieren. Machen wir das rein. So. Man kommt sich so vor, als hätte man gar keine Ahnung. Und das ist für mich immer noch ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass sich das irgendwann legt über die ganzen Missionen. Man hat ja auch echt nichts, was einem das alles erklärt. Aber das ist doch mal schön, dass man sich alles selber arbeiten muss. Wenn ihr aber mal Tipps und Tricks für mich habt, was ich jetzt an dieser Stelle am besten schon machen sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ist mal eine etwas kürzere Folge, aber ich denke, das reicht doch erstmal eine Mission. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.